Wir möchten euch eigentlich gerne ein bisschen davon erzählen, was bei uns an den Praxistagen so abgeht. Was sind Praxistage? Ich möchte euch kurz erklären, was Praxistage bedeuten von der OCG. Praxistage bei der OCG sind klar definierte Tage unter der Woche oder auch an speziellen Samstagen, bei denen wir gemeinsam unsere Infrastruktur daran arbeiten und uns dieser Infrastruktur widmen. Infrastruktur, sagst du, ja. Was meinst du mit Infrastruktur? Was ist die Infrastruktur in der OCG? Also Infrastruktur meint, dass wir uns zum Beispiel als OCG so weltweit in großen Dimensionen bewegen können, wie wir es eben gerade gesehen haben, wie zum Beispiel Familienhilfe oder mit der Aufklärungsarbeit, zum Beispiel S&G, Klagemauer TV oder ACK, hat natürlich dann gewisse Bedeutungen für uns, nämlich an die Infrastruktur stellt das gewisse Anforderungen. Zum Beispiel bedeutet das, dass unsere 5 Häuser in Walzenhausen und St. Margrethen mit insgesamt 250 Schlafplätzen jederzeit bereit sein müssen für unsere Gäste oder dürfen. Zudem bedeutet es auch, dass in den Häusern haben wir komplizierte Systeme und sämtliche Anlagen, die auch funktionieren sollten, wenn die Gäste kommen. Und die muss man auch warten und bei Bedarf wieder reparieren. Es bedeutet auch, dass unsere 20 Hänger und Transportfahrzeuge, die wir zum Beispiel für den heutigen Tag benötigen, um die Technik zu transportieren, die wir etwa 20 Tonnen haben, dass die ebenso regelmäßig gewartet und repariert werden muss. Dasselbe gilt auch für die regelmäßige Instandhaltung unserer hunderte Kabel. Wenn ihr hier mal auf dem Boden seht, sind viele Kabel. Zudem unsere professionellen Prüfungen von Maschinen und Geräten, die wir regelmäßig machen müssen. Das ist ein kleiner Bestandteil von der Verwaltung unserer nahezu 1000 Veranstaltungskisten. Ja, das verwirklichen wir mit vielen freiwilligen Geschwistern aus der OCG an genau solchen Praxistagen. Aber nicht nur das, wir machen auch an solchen Praxistagen die ganze Bücher, Broschüren, CDs und DVD-Produktion, wo ihr auch heute auf den Büchertischen aufliegen seht, kostenlos, wo ihr gerne mitnehmen dürft. Ich denke, das ist so ein bisschen das Handfeste an unserem Dienstgebiet. Nun aber stellt sich die Frage, was ist denn das Besondere oder fast das Mystische an diesem Tag, wo wir uns zusammenkommen? Wir sind da jeweils bis zu 150 Leute gemeinsam. Was ist das Mystische daran? Also das wirklich Besondere oder eben ich würde fast sagen Mystische doch auch an der ganzen Sache ist wirklich diese gemeinsame, immer wieder neue Erfahrung an diesen Praxistagen, dieses Eintauchen in eine neue Welt. An diesen Praxistagen erleben wir, wie Menschen befähigt und begabt werden, so wie es bei den Ameisen geschieht, die Dinge zu tun vermögen, die wir nicht für möglich halten. Bei den Ameisen ist es so, genau wie bei uns im Organismus, bei den Ameisen ist es so, dass sie je nachdem, was der Ameisenstaat an Bedürfnissen hat, sich die einzelne Ameise entweder zum Soldaten, Wohnungsbauer, Brutpflegerin, Reinigungsleiterin entwickelt, ganz nach dem Gesamtbedürfnis des Ameisenstaates. Öfters schon erlebten wir Wunder mit Menschen, die in ihrem Beruf ohne unser Wissen Kurse oder Weiterbildungen in Fachgebieten absolvierten, die bei uns in der Verwaltung sämtlich technischer Bereichen geradezu allergrößte Dringlichkeit hatten. So lösten sich oft große Probleme wie durch Geisteshand, durch seine wunderbare, gute Vorsehung. Davon könnten wir wirklich Bücher schreiben. Diese neue Welt zeichnet sich aber auch immer wieder dadurch aus, dass Fachkräfte und Eliten von Spezialisten sich nicht abheben von den Laien, sondern wir spüren, es wird jeder gebraucht. An diesen Praxistagen erfahren wir die neue Welt, in der sich Alt und Jung sich begegnen, sie finden sich und das Coole ist dabei, dass sie sich wirklich von Herzen gegenseitig erkennen. Wir erleben Glückseligkeit, wie es ihr auch seht, weil größte Gegensätze sich gegenseitig am meisten gebrauchen. Und wir uns nur so erst richtig als ein großes Ganzes, ja als vollkommener Organismus wahrnehmen können. Statt ältere Menschen in Heime zu versorgen,
entdecken wir in ihnen wunderbarste Menschen mit reichen Lebenserfahrungen, wofür wir echt mega dankbar sind. Und sie selber erleben ein Aufblühen in der Mitte des Organismus, weil auch sie in Tat und Wahrheit gebraucht werden. Wir jubeln darüber, dass wir immer wieder viele motivierte Kinder erleben dürfen, weil sie eine Berührung mit dem Herrn haben, weil Gott ihre Herzen berührt und sie sich öffnen. Für was öffnen sie sich? Sie öffnen sich für sein wunderbares Wirken an ihnen. Statt abgestumpft an ihren Handys herum zu fummeln und auf dem Ego-Trip, um sich selber zu drehen, lernen sie in dieser neuen Welt spielerisch mit schwierigen Dingen ganz einfach umzugehen, wie als Selbstverständlichkeit. Ja, sie übernehmen sogar Verantwortung für kleine Teilbereiche an unserer Infrastruktur und lernen, für Menschen da zu sein. Wir erleben an diesen Praxistagen auch, wie wir durch das Geheimnis der Einfachheit mit Tausenden von Menschen, an die vielleicht schon 1 Million Bücher gemeinsam produzieren durften, seit Beginn unserer Arbeit im Jahr 1984. In der Einfachheit liegt der Segen der Multiplikation, so dass wir mit einfachsten Mitteln und Maschinen und Geräten bis in fernste Länder hinein multiplizieren konnten und so dezentral gemeinsam an der Bücherproduktion und DVD-Produktion arbeiten konnten. Alle können es, weil alle wollen es. Eines aber hüten wir ganz besonders an diesen Praxistagen und steht im Zentrum unserer ganzen Aufmerksamkeit. Es ist der Strom des Lebens, dem wir folgen, in allem, was wir tun. Und wir üben uns darin, uns dem Wort aus den Predigten wie dieser heute hier auch wirklich anzupassen. Jedes Wort hat eine Praxis. Immerzu gilt es, sich diesem Wort des Glaubens zu orientieren und sich von Gott wirklich verändern zu lassen. Das ist das wahre Ziel mit den Praxistagen. Das ist das mystisch Handfeste auch in diesem Dienstzweig. Das Ziel hinter all dem Ganzen: veränderte Menschen. Und das Wunderbare der neuen Welt: keiner legt dem anderen irgendeine Rechnung vor, sondern die neue Welt ist wahrhaftig wirklich ohne Geld. Unser Lohn ist die Herrschaft des Friedens und der Liebe. Willst du da dabei sein? Wenn dich dein Herz jetzt stupst und du offen und bereit bist, so an einem Tag mit dabei zu sein, mitzufließen, um im Gesamtbedürfnis göttliche Begabung auch zu erlangen, dann sei dabei. Wenn du lernen willst, wie man mit dem Strom des Friedens die praktischsten Herausforderungen lernt zu bewältigen, dann sei das nächste Mal unbedingt dabei. Ja, sei dabei, auch bei uns in Walzenhausen. Was würden wir tun ohne die vielen freiwilligen Helfer mit 5 Häusern und allem, was wir vorhin erzählt haben? Wir können nur deshalb weltweit etwas bewegen, weil viele Menschen wie du ja gesagt haben, in der Praxis mit Hand anzulegen, uns mit zu unterstützen und mit zu dienen. Genau. Und das, wo immer der Organismus sie braucht.